Bedeutet. Alter, ich bin hier komplett lost. Wir haben keine Jungs dafür. Wo sind denn meine Arbeiter hier? Rachter. Alter, was hat denn der gekauft, Mann? Da habe ich 10k bekommen. Almanach. Arbeitslose Bürger. Ah, da, obdachlose Bürger. Huch, was ist denn da los? Revolutionäre, Royalisten. Konflikte. Okay, ja. Wir haben zu viele arbeitslose Bürger. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen den Standard erhöhen. Gerberei, verarbeitet Leder. Was bauen wir denn überhaupt den Spaß? Das kostet ja nur Geld, ne? Miststreuer. Das hat Gülle. Um Verschlechterung des Bodens entgegenzuwirken. Gülle wird auf Farmen. Ah, ja, okay, Alter. Wir müssen ein bisschen Gülle verteilen. Gülle streuen. Glaube ich. Hoffe ich. So, dann machen wir hier mal einen Güllemeister hin. Wie sieht denn das hier? Sehe ich das irgendwie? Wie ist denn hier die Fruchtbarkeit noch? Effizienz. Fruchtbarkeit 0%. Junge, was habt ihr mit den Bananen da hinten gemacht? Da muss aber ganz kräftig Gülle hin. Bergwerk. Ja, komm, wir machen erstmal ein bisschen. Wir haben ja eh ein paar Arbeitslose hier, dann können die mal ein bisschen Gülle fahren. Was? Ich habe das Gefühl, ich spiele das Spiel schon wieder komplett falsch. Bergwerk. Oh, was ist denn hier hinten? Ist Kohle? Ja, da sage ich nicht nein. Das bringt uns bestimmt erstmal richtig, richtig Money. Schön hier beim Güllefahrer hinten rein. 100.000 Kohle. Und die Frage, behalte ich die erstmal? Kokosnuss. Arm. Krokodilfarm. Was will man denn mit der scheiß Krokodilfarm? Schweine, Lamas. Milch, Fleisch. Ja, hier auf dem Weg könnte ich eigentlich mal ein paar Farmen bauen, wa? Effizienz 98 ist okay. Und dann machen wir noch ein bisschen. Ach, Krokodile geben Leder. Schwein macht Fleisch, aber warum sollte man Schweine machen, wenn man Rinder machen kann? Schafe. Hey, warum sind Schafe hier geil und da drüben aber nicht? Ja, komm, 93 reicht doch. Dann mache ich hier am besten noch ein. Lamas wären da geil und Rinder sind da noch geil. Was machen Lamas? Wolle. Die Krokodile ist hier kacke. Ja, komm, dann nehmen wir halt nochmal einen Lamasack dahin. Weiß ich jetzt nicht. 24 Minuten schon in der Aufnahme, gefühlt noch nichts gemacht. Haben wir immer noch obdachlose Säcke hier? 20, Alter. Wow, Alter. Brauchen mehr Häuser, Mann. Die schmeißen mich hier rein. Ich hab davon nichts im Plan. Kann ich noch ein Baubüro bauen? Das geht mir alles ein bisschen zu langsam. Alter. Hier nochmal ein Baubüro.
Also die Jungs, die sind hier komplett überfordert, Mann. Ich fühle mich beobachtet. Und dann mal hier fett aufdrücken, Mann. Noch 7 Jahre Kolonialzeit. Müssen wir aber hier mal ein bisschen aufrüsten. Ich sage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Okay. Mais. Mais machen wir doch schon, oder? Wie sieht denn hier die Fruchtbarkeit beim Mais Master aus? Dann sollen die hier mal nett essen. Dann machen wir kurz den 10k Mais. Fruchtbarkeit 0%. Das geht ja schnell hier. Oh, ich habe die Kohleboys noch nicht angeschlossen. Nice. So, was heißt das hier? Nicht auf Lager. Hat er jetzt zu wenig Gülle oder was? Der Gülle-Master hier hat auch nichts. Okay, wir können ja auch ein bisschen weniger Gülle hier sprühen, ja? Dass die nur dafür sind? Gülle-Meister? Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig. Nice, Junge. Brauch mehr Arbeiter. Ist jetzt die Frage, kann ich jetzt hier den Leuten quasi sagen, dass der hier nur Gülle lagern soll? Oder wie machen wir das dann? Wie kommt denn hier die Gülle hin? Was ist denn hier los? Alter, die greifen mein Güllelager an! Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. Ich hab da schon eine Kapelle gebaut, Mann. Ich glaube, das läuft ja alles aus. Ey, das läuft ja alles aus dem Ruder. Mach ich denn hier so ein. Ja, noch eine Kapelle. Und noch da schon eine. Was ist denn hier los, Alter? Warum ist denn da Krieg? Wir werden diese Schlacht verlieren. Die Güllemeister greifen hier meine Dingens an, oder was? Auch mehr Verteidigung. Alter. Ratenbucht. So, ich hab da noch gar nichts. Ich habe mich hier aufs Güllesprühen konzentriert. Und, ja, ne? Da kann ich noch ein bisschen Kohle verticken. Ananas. Aber warum kann ich denn hier die Bananen nicht verticken? Wie viele Bananen sind denn hier? Da sind doch schon 800 Bananen. Wo bringst du denn die Bananen hin? Warenausgang. Lager. Irgendwie bringt er die Bananen nicht dahin. Ach. Achso, jetzt fährt er einmal die Bananen weg. Okay, wenn die voll sind. 1400 bringt mir das. Okay. Okay. Sie haben das Richtige getan. Sprich, was? Kriegen wir hin. Nur wie die Güllemeister das jetzt hier machen. Ich meine, hier kommt ja auch Fleisch und alles ran wie Sau. Okay, ich habe nur noch 14 Obdachlose und 10 Arbeitslose.
Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen hier. Hier ist immer noch Krieg, warum auch immer. Ich habe halt niemanden, der das verteidigt, oder? Ja, komm. Ich brauche das. Ich brauche einen Vorort. Wir müssen auch irgendwo Dominanz zeigen hier. Oder kann ich hier El Presidente auswählen? Ja, was seid denn ihr hier für Arbeiter? Militärstärke? Ich hab doch ein Militär. Könnt ihr mal was machen, ihr Petter? Mehr Wachen. Wo ist jetzt die Runde? Macht euch mal hier hin. Kann ich denn das machen, Mann? Jetzt habe ich hier 8 Dudes. Machen die auch was? Nee, die chillen nur da drin, oder was? Die chillen hier hinten im Garten. Ich glaube, das läuft nicht. Ja, okay, da muss ich halt trotzdem fortbauen. Wo bauen wir das denn mal hin hier? Ich hab das Gefühl, die sind alle so kacke gebaut, dass das hier ja gar nichts wird. So, wir zeigen jetzt mal hier ein bisschen Dominanz. Digga, hier macht einfach keiner was. Da kriege ich ja Piraten greifen Tropico an. Ja. Meine Wachmänner machen nichts, Mann. Was soll ich denn tun? Da baut er erstmal den kleinen Laden, ne? Ne, im Baubüro. Na los, Jungs. Jo, jetzt haben sie... Entschuldigung, altes Haus. Ich habe ein klitzekleines Anliegen. Ach, du gehst mir auf den Sack, Mann. Die machen hier mein Gebäude platt. Die machen hier alles platt, Mann. Die schöne Baracke. Die haben echt die ganze Distillerie da umgehauen. Weil ich keinen hab, der was macht. Ja, könnt ihr hier mal vielleicht irgendwas machen, ihr Deppen? Verzeihung. Diese Kackpiraten. Ich glaube, eine Piratenbucht brauche ich auch mal. Junge, 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 wir müssen expandieren, Mann. Wir brauchen mehr Leute. Wir müssen hier Leute kidnappen. Schön hier hinten ans Fort dran. Kommen wir hier noch irgendwie an die Straße oder so? Oh ne, ich hätte doch gar nicht da hoch gemusst. Wir können auch hier lang, ne? Ja. Schön schief, wie sich das gehört. Da ist eine Taverne. Warum ist denn die da unten, Alter? Da! Jetzt kommen sie! Attacke! Perfekt! Angreifer! Sind das jetzt die? Das sind wahrscheinlich die. Ja toll, hat ja nichts gekostet, ne? Gehe bald ein bisschen pleite, Mann. Können wir hier irgendwas fett verticken? Ich hab doch Fälle wie Sau, oder? Sehe ich das nicht hier? Waren und Preise. Anderen Enemies, nee. Fälle müsste ich eigentlich wie Sau haben. Machen wir mal 12.000? Oder ist das ein bisschen zu viel? Ja, da sind 300 drin. Schon wieder Piraten. Ey. Es reicht. Ach, da kommen die Säcke. Mit ihren Ruderbooten. Also, kann ja nicht sein, ne?
So, der Güllemeister fährt hier immer noch nicht. Lager. Okay, also ich könnte hier jetzt wahrscheinlich Bananen packen. Der holt dann die Bananen ab und kann die dann... Achso, der lagert die da oben hin. Ey, Mann, das ist ja... Kann ich hier auch Kacke machen? Wo ist denn hier Gülle? Super, das wird schon mal nix. Viva la Revolution. Gemeinsam mit dem Volk wird... Nehmen die Immigranten. Da ist halt Wolle drin. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich einfach nicht. Naja, ich sagen wir mal so, wir machen 2000 Fälle. Das soll ja drin sein. Irgendwie. Wie Zucker habe ich denn? Na, genug. Ich verstehe nicht, wie hier der Güllemeister arbeitet. Miststreuer verteilt Gülle und auf Plantage und Farm um. Ja, Gülle wird auf Farm im Arbeitsmodus Weidenprohibition. Ach so, da muss ich hier wahrscheinlich was auswählen, wa? Ah, wir müssen einen hier auf Gülle machen. Ah, jetzt machen sie Gülle, ey, what the fuck, Junge. Wie ist denn da drauf kommen? Guck mal, das ist, bringe die Effizienz 15%. Ja, dann sind die immer noch auf 85. Scheiß drauf. So. Dann müssten die Güllemeister jetzt arbeiten, wa? NNS, kann ich auch Wolle verkaufen? Wolle muss ich das haben wie Sau wahrscheinlich. Ach, das ist Import. Nee, Alter. Ich will nichts importieren. Ich will exportieren. Hallo. Das wär's jetzt. Nee, ich darf gar nichts exportieren. An Wolle. Miese. Oh, arbeitet der jetzt? Nichts auf Lager. Oh, er hat hier ein neues Zeichen. Hier sitzt keine Arbeiter. Sind wir keine Güllemeister. Das ist schlecht. Wir haben null arbeitslose Bürger. Okay, wir brauchen mehr Leute. Sind sie alle am Ackern hier. Langsam muss ich auch aufs Geld achten. Willst du mich jetzt verarschen? Das sind jetzt aber hier im Ernst Leute drin? Arbeiter? Töten? Warum soll ich die denn... Ich wollte den feuern, Mann. Die haben da jetzt auch Arbeiter. Aber hier ist immer noch keine Gülle. Irgendwas mache ich hier doch scheiße. Gebäude zerstört. Achso, nee. Hör mal auf. So, wie geht's denn unseren Leuten? Jetzt haben wir wieder 5 Arbeitslose. Sind gut wieder neue gekommen. Ah, die Piratenbucht steht unter schwarzer Flagge. Gut, Leute, wir haben hier 4 Leute. Machen wir mal was. Überfallpunkte 1000.